Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei Renico zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Heute XXL Werder Talk. Wir schauen so ein bisschen in die Hinrunde rein, beziehungsweise auch in die Rückrunde rein. Gucken, wo Werder am Ende landen wird. Ich habe einen Gast dabei, der sich nach dem Intro vorstellen darf. Jetzt erstmal das Intro und bis gleich. Hi Real Nico. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Freunde, bevor das Video jetzt richtig losgeht mit meinem Gast, ich muss euch hier eine Sache kurz vorweg sagen. Erstmal bedanke ich mich bei über 9400 Abonnenten. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Es ist mein großes Ziel, dass wir die 10.000 erreichen. Das wisst ihr alle. Habe ich schon immer von geträumt. Und eine Sache ist heute wirklich in Erfüllung gegangen. Es ist ein YouTuber. Und das ist mir wirklich eine große Ehre, den ich selber als kleines Kind schon geguckt habe, also kleiner Puppi, so als Jugendlicher, Anfang Jugendlicher geguckt habe in der Pubertät. Mr. Trashpack, der ein oder andere wird ihn von euch kennen, YouTuber der ersten Stunde, seine News und Kurzclips und alles. Vieles werdet ihr kennen, heute auch noch. Heute ist er natürlich nicht mehr so auf seinem Hauptkanal, sondern eher auf dem Zweitkanal und auf dem TikTok-Kanal sehr, sehr aktiv. Instagram natürlich auch. Alles von ihm ist natürlich auch unten verlinkt. Das Video geht jetzt auch gleich los. Ich will einfach nur an der Stelle nochmal Danke sagen an euch, die Community, dass wir das so uns aufbauen konnten, dass wir auch so eine Aufnahme überhaupt machen konnten. Und natürlich auch an dich, Mr. Trashy, dass das so funktioniert hat, dass du hier die Einladung auch angenommen hast und mit mir dieses Video gemacht hast. Kurz und vielen lieben Dank geht raus an der Stelle und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß beim Video. So Freunde, wie gerade schon erwähnt, ein Special Guest hier mit dabei zu diesem langen Talk, zu diesem Werder Talk und der darf es jetzt gerne mal vorstellen. Moin, ich bin Phil, aka Mr. Trashpack, bin Social Media Mensch und Werder-Fan, seit immer in Bremen geboren, aufgewachsen und deswegen ist natürlich die Raute auf der Brust schon immer da gewesen. Genau so muss das sein, wunderbare Antwort. An der Stelle könnt ihr ja direkt auch mal mit einsteigen und reinschreiben, seit wann ihr Werder-Fan seid. Würde mich auch mal interessieren. Und an der Stelle natürlich auch schön, dass du dabei bist. Wirklich sehr, sehr cool. Weiß nicht, wer von euch Mr. Trashback kennt. Ich habe ihn damals selber geguckt, als ich noch so ein Puppi war, sag ich mal. Ne? Und jetzt können wir zusammen Werder-Talk machen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Freut mich sehr. Wie siehst du das Ganze? Ich meine, der Abstieg war für uns alle, glaube ich, nicht leicht oder nichts Schönes, worüber man jetzt lange reden will. Aber mit welchen Erwartungen bist du in diese Zweitliga-Saison gegangen? War natürlich ja schon sehr außergewöhnlich, nicht normal oder ne, worauf man sich gut einstellen konnte. Es war ja alles sehr neu. Wie bist du da reingegangen? Also ganz ehrlich bin ich, glaube ich, wie viele andere Werder-Fans auch ein bisschen blauäugig reingegangen. Ich habe schon gedacht, dass wir das Ding da rocken werden, so, ne? Was natürlich jetzt nicht so ganz passiert ist. Es ist auch einfach, das Werder-Ego ist schon ein bisschen gebrochen seit Jahren. So, ne? Es tut immer mal wieder weh, wenn man weiß, woher man kam und so weiter. Denn jetzt irgendwie in der zweiten Liga, es ist schon scheiße. Auf der anderen Seite habe ich mir halt auch gedacht, okay, dann geht es jetzt halt mal runter und dann steigen wir halt wieder auf und machen es besser und bauen den Verein vielleicht wieder auf. Aber passiert das wirklich, ist halt die Frage so, ne? Und dann aber schwer gerade. Zu gucken, ne, wie es jetzt weitergeht. Also tatsächlich bin ich jetzt mit Ohne Werder ganz zufrieden gerade. Ja, aber auch dieser Anfangsskandal war natürlich auch schwierig. Ja. Aber ich weiß auch noch, wie ich den Abstieg verbracht habe. Bei einem Kumpel um die Ecke. Ja. Ich hatte keinen Sky zu dem Zeitpunkt. Oh. Zum Zeitpunkt, weil ich mir dachte, das kann ich mir nicht mehr antun. Habe ich bei ihm geguckt. Ja, das war schon hart. Ja, das glaube ich. Also Abstieg, ich war ja noch live, das war ja noch das Blöde dabei. Das heißt, musste noch so ein Stück weit meine Emotionen zügeln. Aber ich war gebrochen, ne? Kann man ja vorstellen. Danach hing ich auch noch lange so, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil es halt so, es ist so unreal, ne? Naja, voll. Ja, dann kam ja nach dem Abstieg Markus Anfang, der ja dann erstmal übernommen hatte, mit Vorsätzen reingegangen ist. Da kann man auch direkt schon mal so diesen Vergleich ziehen. Er hat ja von Anfang an gesagt, er ist ein Trainer, der sehr offensiv spielen lassen will. Ein offensiver Trainer hat sich auch bezeichnet. Hat 15 Tore, Mann, für die Stürmer, ganz klar. Also ist eine ganz klare Sache bei ihm. Letztendlich muss man aber sagen, zumindest aus meiner Sicht war das so, war die Spielidee von Markus Anfang nie wirklich fühlbar. Im Gegensatz zu dem, was Ole Werner jetzt kommt, der steht da eher schon schüchtern und zurückhaltend, sagt, hör mal zu, wir haben hier die Basics, wir versuchen darauf aufzubauen.
und macht auf einmal ein Offensivspiel, was du seit Jahren nicht mehr gesehen hast bei Werder. Dieses Geile, wo viele halt auch Werder-Fan geworden sind, ne? Volles Rohr nach vorne, klingt vielleicht mal ein Ding, ist halt dann so, aber schießt halt eins mehr, ne? Wie siehst du das? So diesen Vergleich von Marcus Anfang dann zu Ole Werner? Boah, schwierig zu sagen. Wie gesagt, ne, Werner finde ich allgemein auch als Mensch, muss ich zugeben, irgendwie angenehmer. So ein bisschen mehr norddeutsch, ne? Ich weiß nicht, ne? Wie jetzt das taktisch genau ist und so. Da stecke ich ehrlich gesagt auch gar nicht so krass immer drin. Aber ich finde schon, dass der Fußball jetzt attraktiver geworden ist, auf jeden Fall. Und die Spieler wirken auch nicht mehr so verunsichert. So, ne? Es ist einfach ein griffigeres Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in der Rückrunde auch tatsächlich zu einer neuen Stärke finden können, was irgendwie mit Anfang gefühlt halt nie wirklich da war. So. Das war ja immer noch wie nach dem Abstieg einfach ein großes Chaos. Ja, absolut. Ist auch so. Ich bin vor der Anfang-Entlassung, also beziehungsweise an dem Tag, wo Anfang entlassen worden ist, war ich gerade auf der Autobahn Richtung Bremen, weil ich da war. Also wurde halt eingeladen, gegen Schalke war das, wurde ich eingeladen und habe dann auf der Autobahn noch ein Video gemacht. Marcus Anfang entlassen und blöd. mal gucken. Und dann habe ich halt mit dem einen oder anderen Spieler geschrieben, also mit zwei, drei Spielern habe ich geschrieben gehabt und habe halt denen nur gesagt, ey, viel Glück für heute Abend und so weiter. Und hatte ja dann auch nach dem Spiel mich mit Nikolai Rapp noch getroffen gehabt. Da haben wir gesprochen, da habe ich noch zu ihm gesagt, sag ich, was für mich so krass war, ist, die Mannschaft hat überhaupt nicht verunsichert oder so gewirkt, sondern eher so befreit. Also so, ey, und jetzt erst recht, wir geben Vollgas. Und das war halt dann da auch dieser Austausch. Ich habe ja mit ein paar Leuten da gesprochen gehabt, das haben viele auch so gesehen. Ich weiß gar nicht, auch unabhängig von dieser Impfpass-Sache, ob das noch lange gut gewesen wäre mit Marcus Anfang. Ja, nee, mein Mitbewohner meinte tatsächlich, ach, Anfang ist euer Trainer, okay, ich gebe dem 6 Monate. das ist so, ja gut, ne? Jetzt ist er anders rausgeflogen als erwartet, aber ja, ich glaube auch einfach, dass er nicht der Richtige war für Werder am Ende. So, ne? Das ist einfach ein netter Versuch gewesen, der aber zum Glück schiefgelaufen ist, weil wir jetzt ohne Werder haben, der war doch sowieso schon der Favorit eigentlich davor, oder? Ja, der war, im Sommer wurde ja auch schon heiß gehandelt, so, und da haben auch viele gesagt, ey, das wäre cool, ne? Aber das war halt zu dem Zeitpunkt ja auch nicht möglich, weil Kiel einfach, er hat ja mit Kiel was geschafft gehabt und eigentlich nur in Anführungszeichen durch seine Negativserie, weil er dann selber ja auch zurückgetreten ist, hatten wir überhaupt die Option, ihn zu holen, ne? Sonst wäre das gar nicht, also es war eher ein Zufallsprodukt, im Grunde genommen. Aber ein schönes Zufallsprodukt, das können wir auch mal sagen. Für uns schon, Und hoffen wir, bleibt es so. Definitiv, ja klar, hoffen müssen wir sowieso. Ist die Sache, dass wir, gut, vom Positionskampen aufsteigen, da kennen wir uns ja mittlerweile sowieso aus, aber ich hatte unter Ole Werner das Gefühl, dass das so ein bisschen auch nicht mehr so ist. Gestern war ja das Testspiel auch. Habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Hast du nicht gesehen? Das war, ich fand das sehr interessant, dass wir viele Talente auch ausprobiert haben. Das war so das, worauf ich auch hinaus will. Ich habe das Gefühl, Ole Werner selber ist ja teilweise jünger als manche Spieler, das muss man ja auch sagen. Also jünger zum Beispiel als Toprak noch. Und man sagt ihm ja auch nach, dass er einen guten Draht zu der Jugend hat. Wofür ja wir auch mal standen, also Talente weiterzuentwickeln, dann je nachdem, ne, teurer zu verkaufen, etc. Und hier habe ich auch ein gutes Gefühl, denn wenn man gestern mal gesehen hatte, so die ein oder anderen Talente, die da reinkamen, die haben richtig Druck gemacht. Was leider nicht so funktioniert hat, jetzt hast du das Spiel nicht gesehen, aber vielleicht sagst du was dazu, Asale ist ja so ein bisschen eine Wundertüte. Also es gibt so eine ganz große Fanpartei, die sagen, ey, super geiler Spieler, warum spielt der nicht? Ich weiß nicht. Die anderen sagen, hör mal zu, der reißt aber auch nicht. Also unter egal welchem Trainer, der kriegt halt auch keine Chance. Irgendwas muss beim Training ja auch sein. Ne? Und jetzt hat er gestern mal 45 Minuten durchgespielt, also die zweite Halbzeit, aber sehr, sage ich mal, unauffällig. Also von dem Willen war da, ne, viel gerannt auch, gearbeitet, aber nichts Berauschendes. 2 Abschlusssituationen, 1 ist in Seiten ausgeflogen, also das war, kannst du vergessen. Und anderen hat er halt den Ball nicht getroffen. Passiert halt so. Aber was sagst du denn zu Asale? Ich bin auch kein Riesenfan von ihm. So, ne? Ist ja auch ein Spieler, der mir relativ egal ist. So. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der passt auch nicht zu Werder. So, ne? Es ist halt jemand, der geholt wurde, damit er irgendwie versucht, was zu reißen. So, oder ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kann er ja doch was, so nach dem Motto. Aber er zündet einfach nicht. Ne? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich das nochmal ändert, ehrlich gesagt. Ja, da steht es mir sogar weitestgehend an. Ich bin von Asale, als er kam, habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen gehabt.
von dem, wo ich dachte, boah, bei Young Boys Bern damals war der mega und vielleicht kommt er da wieder dran. Aber ich hatte auch immer so, auch hier auf dem Kanal gesagt gehabt, was man nicht vergessen hat, ist, das letzte Jahr in der zweiten, in Frankreich hatte er auch schon nicht funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt auf einmal nicht funktioniert, sondern wir haben ihn auch nur bekommen, weil er eben nicht funktioniert, ne? Und Ja. klar hat man gehofft, dass er das bei Werder dann rumreißt und sich zeigt, ne? Geschwindigkeit, Tempo hat er ja, also so diesen Tempo-Effekt hat er ja. Aber alles andere bleibt so ein Stück weit aus. Und ich gebe dir vollkommen recht, mein Gefühl ist so, wenn er reinkommt, das ist wie so ein Fremdkörper. Der weiß gar nicht, wohin jetzt mit ihm, ne? Am Anfang hat man auch Ja. gesagt, okay, vielleicht Sprachbarriere, musste ein bisschen Zeit geben. Aber ich Naja. meine, der ist jetzt auch ein halbes Jahr da, ne? Also Hinrunde ist vorbei. Wir starten die Rückrunde. Danach muss man sich Gedanken machen, Kaufoption ja, nein, ne? Also Ja. wär's auch eher bei Nein Aber aktuell. war bei ihm nicht sowieso das Problem, dass er irgendwie nur Französisch spricht, auch kein Englisch? Genau, ja. Das ist halt schon auch ein Problem, glaube ich. Ne? Ich weiß Ja. jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das da abläuft, ob die denn da irgendwie jemanden haben, der die übersetzt die ganze Zeit oder ob Ja. er sich da irgendwie reinfinden muss. Ne? Übersetzer. Ist aber, okay, aber es ist schon auch für Spieler wahrscheinlich einfach eine schwere Situation. In einem anderen Land, andere Sprache, alle sprechen Deutsch. Das ist ja, Grundprinzip schon schwierig so, ne? Ich fand sein Engagement ja auch total toll. Er hat ja am Anfang auch immer in seinen Insta-Stories so Videos gemacht, wo er Deutsch gelernt hat, ne? So einzelne Mal Sprachen, dann so echt? Ball und so. Ja, Witzig. war cool. Aber ich war, ja, nach dem Schalke-Spiel, einen Tag danach, Rappo hatte mich dann zum Training eingeladen. Dann bin ich auch hingekommen, habe mir erstmal angeguckt. Und da, deswegen weiß ich das auch, war auch Assalé bei der einen oder anderen Situation. Von außen kam dann immer jemand, der Französisch reingerufen hat. Also einmal wurde es komplett erklärt und dann nochmal Französisch, ey, bla bla bla. Ne? Okay, das ist Also, krass. ja, und Das dann. zieht dich ja eigentlich auch schon aus der Gruppe wieder raus, so, ne? Gefühlt. Du kannst ja gar nicht dieses Gruppeneinheitsgefühl entwickeln, jetzt würde ich jetzt sagen, Ja. wenn du immer jemanden hast, der nochmal alles für dich sagen muss, oder? Ja, Schon, klar. ja, Es ist eine schwierige schwierig. Situation, genau, wie du gerade sagst. Schwierige Situation einfach. Was hältst du denn allgemein so von unserem Neuzugang oder von unserem Kader? Sagst du, unser Kader? Oh, moin. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde, es sind alles super Jungs. Ich habe da schon Freude eigentlich dran. Jetzt funktionieren sie ja scheinbar auch wieder besser, ne? Ja. Nee, also aktuell bin ich zufrieden tatsächlich, ne? Muss ich ganz klar sagen. Ich bin auch immer noch, ich habe immer noch die Hoffnung und den Glauben daran, dass wir auch noch weiterhin gut spielen werden und Punkte holen und aufsteigen sollen. Ne? Also ich glaube einfach echt, dass die Jungs können das schon. Na, wird halt harte Arbeit, aber das ist ja, geht ja jedem Spieler so. Ja, klar, das definitiv. Ich muss sogar sagen, da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Letztes Jahr, der Kader war ja nun mal nominell und auch finanziell der stärkere Kader, das ist klar. Aber der Kader, der mehr Spaß macht, ist definitiv dieses Jahr. Also auch von den, man sieht ja auch so die Entwicklung der einzelnen Spieler. Wir haben sehr viele junge Leute dabei. Ein Agu, der endlich mal auf seiner richtigen Position spielt, was ich seit über einem Jahr sage, lass den Jungen einfach auf Rechtsverteidiger spielen und hoch und runter rennen. Da kommt so Marks Anfang, ja, Außenverteidiger, die Linie hoch und runter gehen, weiß ich nicht. Ja, und jetzt macht er das und auf einmal super und jeder fragt sich so, warum ist der so gut? Der war die ganze Zeit, aber egal. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass er das jetzt kann und macht. Ne? Romano Schmid auch eine super Entwicklung jetzt nochmal gemacht. Gerade unter Ole Werner. Diese Freiräume im Zentrum jetzt, die tun ihm super mega gut. Dann natürlich hier unserem Krieger. Ne? Den Spitzer musst du übrigens merken. Also Rappo ist immer Okay. Krieger. Ne? Okay. Das habe ich eingebürgert. Das steht auch hier. Ne? Liebe Grüße für meinen Freund, für Nico. Und dann Hashtag Krieger. Das ist Ah, eingebürgert witzig. worden. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Genau, und den finde ich aber auch wirklich klasse. Auch gestern hat er wieder. Er ist so ein Kämpfer einfach. Du brauchst manchmal auch einfach Spieler, die im Mittelfeld kämpfen, wo du merkst, da hast du Leidenschaft hoch und runter und rein da. Ne? Erinnert mich so ein bisschen, bist ja auch schon was länger Werder-Fan. Junuzovic hat das ja auch so klassisch geschafft. Ne? Er hat einfach Ja. wahnsinnig viel gekämpft. Klar, der hat auch noch einen Zauberfuß dabei. Erinnert die Freistöße damals. Ne? Ja. Aber der ist so Kämpfer, die brauchst du einfach. Ne? Das ist so. Ja. Das ist richtig, das ist Ja. richtig. Was, ja, klar. Was ist so bei dir hängen geblieben, so wo du sagst, okay, das ist jetzt so, ja, das war so deine Lieblingskaderzettel, wo du sagst, ey, der Spieler, der bleibt immer in meinem Kopf. Wahnsinn. So was hast du da? Okay, ist schwer zu sagen, ne? Natürlich, die Meistermannschaft war schon krass. Aber auch, was mein Lieblings-Werder-Trikot ist und irgendwie letzte Pokal, den wir geholt haben, war 2009. So, ne, das Ding. Und ich fand, der Kader war auch schon geil. Ne? Mit Diego, Özil, Mertesacker, wen wir da nicht alles hatten. Pizarro.
Pizarro, ja, ist einfach, das war schon geil. Und ich glaube, das ist bis heute, glaube ich, echt mein Lieblingskader. Und das war auch geil, damals dann auf dem Domshof in Bremen, diesen Pokal nochmal zu feiern. Das war was Besonderes. Und es ist seitdem nicht mehr vorgekommen. Das ist total. Ja, da, ey, da bin ich vollkommen bei dir. Vor allem vor 2 Jahren war das, glaube ich, ja, wo wir relativ weit sogar waren, also wo wir kurz davor noch waren. Also Halbfinale war es dann ja wieder, ne? Der kennen wir uns, kennen wir ja mittlerweile auch. Ach, das hat mich auch genervt, Ja, wirklich. da, aber ich muss aber da auch sagen, 2, 3 Mal, das ist auch einfach, ich weiß nicht, gegen die Bayern ist sowieso immer so eine Sache, im DFB-Pokal. Nicht nur, dass du dann gegen die Bayern spielst, du hast dann auch noch immer so im Hinterkopf dieses, okay, ob die Entscheidungen alle so korrekt sind, sei mal dahingestellt, weil es halt einfach wirklich bei 50-50-Entscheidungen eher zugunsten von Bayern fällt. Und das ist ja gar nicht mal jetzt böse gemeint, das ist einfach ja so ein Fakt schon. Und 2009, wo du sagst, absolut, bin ich vollkommen bei dir, war ich da in Berlin. Ah, geil. Das war ja im Leverkusen-Block mit Werder-Trikot, das war wunderbar. Okay. Also mit einer Jacke drüber. Mein Vater hatte mir gesagt, die Jacke lässt du an, ne? Nach dem Tor, kauf. Und dann habe ich nicht zum Platz gejubelt, habe mich umgedreht zu den Leverkusen-Fans, habe ich gejubelt. Ne? Ja. Und ich habe die größte Bierdusche meines Lebens bekommen. Ach, schön. Ja. Mein Vater ist dann so vor mich gegangen, weil ich war so 11 oder so, ne? Der hat dann Okay, doch oh so, Gott, mit ja. elf. Und ich hänge da, weißt du, so, ja. Oh, Geil. meine. Ja, das war schon ganz wild. Ja, oder 12, 13 war ich vielleicht noch, aber so die Ecke rum war das halt. Ja, und Ja. da, zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, Özil, Diego, ich bin aber auch immer so ein Zehner-Typ. Zehner und Sechser, das waren immer so meine, ne? Frings zum Beispiel auch, Frings, unfassbar geil. Ja, jetzt gucken wir auf die Rückrunde. Was sagst du denn zur Transferphase? Also es sind natürlich klar, Gerüchte kommen immer wieder, gehen auch immer wieder, das ist ja völlig normal. Ich habe hier so übrigens auf dem Kanal so ein, ich sag mal, so ein Grundding, wo auch die 90% der Community ist so eingestellt, dass wir reden über Spieler, wir reden über Optionen, ne? Muss nicht alles so sein, dass man sagt, ey, der kommt jetzt auf jeden Fall, ne? Aber vielleicht wäre das ein Kandidat, vielleicht nicht. Lagen bei einigen Sachen schon richtig. Lars Lukas May zum Beispiel habe ich 2 Monate bevor der kam schon mal reingeschmissen. Weiser ein halbes Jahr vorher. So, und da war dann so, ey, als ob Weiser zu Bremen kommt, bist du bescheuert. Halbes Jahr später Weiser bei Bremen und du dann so, haha. Aber ja, es ist natürlich so, wenn wir auf die Kader gucken, wie du gerade sagst, der Kader macht Spaß, der ist gut. Man sagt auch natürlich, Aussage Baumann, der Kader soll möglichst bleiben. Aber was sagst du? Also, wo können wir uns verstärken? Wo sagst du, da bräuchten wir vielleicht nur einen? Ganz ehrlich, Sechser, würde ich sagen. Da brauchen wir immer Hilfe. Ansonsten, ich habe den gar keinen Überblick gerade, was wer jetzt auch im Gespräch ist und so was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch, Überhaupt keine Ahnung, was da gerade ja. abgeht. Ist auch gar nicht mal so viel im Gespräch. Also sind halt immer so vage Gerüchte. Zum Beispiel vorhin kam noch eins von der Deichstube rein, um zentralen Mittelfeldspieler aus Österreich. Der ist auch jetzt nicht so uninteressant, also eher offensiv ausgerichtet. Aber auch hier eigentlich eher wieder so Kandidat, wenn einer geht. Also für mich zumindest so, für den Winter, weil Leo Bittencourt und Romano Schmid, sollten die bleiben, wovon wir ja jetzt gerade mal ausgehen, dann sind die gesetzt. Also im Normalfall. Ne? So. Und Romano sowieso, der ist ja noch mega jung, das vergessen ja auch voll viele. Der hat noch so viel Entwicklungspotenzial, der kann uns richtig Spaß machen noch die Jahre. Bittencourt weiß ich nicht. Der hat ja auch schon gesagt, im Sommer wäre er nicht verletzt gewesen, weiß ja gar nicht, ob er noch da gewesen wäre. Ne? Ich schwank da so ein bisschen zwischen, vielleicht hat er jetzt Bock bekommen, Richtung Aufstieg, ne? Dass er sagt, okay, vielleicht jetzt erst recht. Vielleicht ist es aber auch so, dass er sagt, kommt ein gutes Angebot, bin ich weg. Was da glaubst du eher so? Ich glaube, wenn er ein gutes Angebot von einem Erstligisten bekommt, dann ist er weg. So, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Es geht ja auch um so viel. Ne? Es geht darum, höher zu spielen, es geht um mehr Geld, es geht ja, ne? Und dann auch um sich vielleicht für die Zukunft besser zu präsentieren. Wenn Werder jetzt nicht aufsteigt diese Saison, dann ist er nächstes Jahr spätestens weg. So, ne? Es ist schwer zu sagen, tatsächlich. Ich glaube, dass er gehen würde. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn es wäre. Wenn er wirklich bleibt und Bock hat, den Aufstieg zu schaffen, also, dass er sich reinhängt und sowas, ne? Dass er da irgendwie kein Arschloch wird oder Ja. so, glaube ich ja halt auch. So, der wird das schon weitermachen, solange er hier ist. So, ne? Aber ich glaube, der würde seine Möglichkeit nutzen. Ja, das gehe ich, also das hoffe ich vor allem im Idealfall. Es ist ja, ich hatte bei einem Spiel war das, da hat er auch getroffen gehabt, das war jetzt erst kurz vor der Winterpause. Da habe ich gesagt gehabt, da hat mir so manchmal dieser Wille gefehlt, sondern ging ja nicht hinterher und ging nicht so richtig dahin. Aber ich habe auch gesagt gehabt, wir hatten kurz vor der Winterpause und ich dachte so, der wird das natürlich im Kopf haben. Hinrunde kurz vorher verletzt dann.
Das hast du so im Hinterkopf. Danach hat er aber eine Hütte gemacht, wo ich dann dachte, scheißegal, ne? So, er hat er das Ding gemacht, so ist er super. Ja. So, aber ja, ich sehe das bei vielen Spielern irgendwie im Kader so, dass wir ja auch gucken müssen, ne? Finanzielle Situation und eben aber auch die Ziele, die wir halt verfolgen wollen, natürlich. Ja. Und das ist auch ein gutes Stichwort, Ziele. Es wurde ja auch von Anfang an eigentlich so kommuniziert, Wiederaufbau vor Wiederaufstieg und so weiter und so fort. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich habe das von Anfang an auch irgendwie nicht so akzeptieren wollen in meinem Werder-Hören. So, ja. Wiederaufbau, dachte ich, ja, kann man machen, ne? Aber Wiederaufstieg natürlich auch, also, weißt du? So, aber nicht, weil ich jetzt verblindet bin oder sage, ey, wir marschieren durch die zweite Liga, absolut nicht. Ich sehe es nur so, in dem Jahr des Abstiegs ist der Aufstieg am wahrscheinlichsten oder am besten erreichbar, als wenn du über Jahre in der zweiten Liga hängst. Wie siehst du das? Ja, sowieso, ne? Wir sollten jetzt ganz schnell versuchen zu schaffen. So. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, denn noch die nächsten Jahre in der zweiten Liga hängen, dann, keine Ahnung, werden wir zum Verein, der irgendwie noch Gefahr läuft, ein paar Jahren weiter abzurutschen, so, ne? Denn zum weiteren Traditionsverein zu werden, der es nicht mehr schafft, in der ersten Liga zu spielen. Das wäre schade. Ja. So, ne? Auch gerade für die Stadt Bremen wäre es, glaube ich, auch einfach ist es jetzt schon ein herber Rückschlag, glaube ich, so für die Menschen da. Ne? Das wäre da auch etwas sehr Besonderes immer. Dieses Wiederaufbau-Ding ist eigentlich schon wichtiger Punkt an sich, finde ich, weil Werder war die letzten Jahre auch in der ersten Liga einfach kaputt. Ja. Schon ja. So, ne? Und von daher ist es ein gutes Ding, dass man sagt, okay, wir wollen den Verein jetzt wieder anständig neu aufbauen und alles. Trotzdem muss halt Priorität sein, Aufstieg zu schaffen, so, ne? Ja. Ist ganz wichtig. Ja. Das sehe ich auch so. Also, klar, der Wiederaufbau musste natürlich passieren, aber ich sehe den im Sinne von der Kaderstruktur her sogar schon als da, weil einfach so ziemlich das komplette Grundgerüst wurde über Bord geschmissen. Nicht nur die Formation, ja. Sondern eben auch spielerisch. Du hast alles neu aufgestellt. Natürlich sind 1, 2, 3 Säulen noch da, die auch vorher da waren, aber du brauchst auch so eine gewisse Art von Säulen. Also Beispiel mit Lücke und Toprak, das sind halt auch zwei Mentalitätsspieler. Einer vorne, einer hinten, die sowas auch mal zusammenhalten können. Auch aufgrund ihrer Erfahrung, ne? Weil eben so viele Junge dabei sind. Natürlich ist so ein Wiederaufbau ein Prozess von Jahren, aber dieses Grundgerüst ist halt gelegt, ne? Und da zählt für mich persönlich wirklich einfach nur, wenn man jetzt so weiterspielt wie in den letzten 3 Spielen, dann muss der Aufstieg das Ziel sein. So, und das musst du auch rausgeben. Das hast du auch gehört gehabt, wo wir dann der Übergangstrainer, nicht Zenkovic, sondern keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann Marx einfach weg, der Zenkovic übernommen und dann musste Christian Brandt übernehmen. So, Christian Brandt. Und nach der Niederlage hat Völko sich auf einmal dahingestellt, hat gesagt, naja, wenn du keine klaren Ziele hast, nichts hast, wo du dich orientieren sollst, wo willst du dann auch hin? Ne? Und das ist auch vollkommen richtig, weil du brauchst ja Ziele. Du musst ja irgendwo wissen, okay, da will ich hin. Ne? Und das möchte ich und da müssen wir alles für geben. Da zählt jeder Punkt so bis zum Tag X. Ne? Ja. Ja, das sehe ich als sehr, sehr wichtig. Sonst, wie gesagt, Formation wurde umgeschmissen, Kader wurde umgeschmissen, Trainer wurde umgeschmissen, sogar mehrfach jetzt, unabsichtlich. Baumann ist geblieben. So, halbes Jahr hat er noch Vertrag. Jetzt ist ja eigentlich oder sollte ja gerade die Entscheidung getroffen werden. Ist vielleicht auch intern schon weiter. Wie siehst du das? Würdest du mit ihm verlängern wollen oder sagst du, nee, da muss frischer Wind jetzt rein? Es ist ja nur noch ein halbes Jahr so oder so. Boah, schwierig. Ne? Wer soll es übernehmen, ist die Frage. Ne? Solange wir keinen besseren haben, ist halt auch alles Quatsch. Ne? Solange brauchen wir halt Baumann. Ist er der beste Mann für den Job? Wahrscheinlich nicht so. Ne? Hat natürlich Werder-Vergangenheit. Wäre vielleicht auch mal wieder gut, einen Stallgeruch loszuwerden, dann nochmal jemanden Frisches ranzusetzen. Ich weiß, ich bin super zwiegespalten. Auf der einen Seite haben mich die Entscheidungen mega angepisst, also alles mega nervig gewesen mit ihm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich wüsste nicht, wer besser gerade wäre für den Job. Und wie er auch selbst gesagt hat, er macht es einfach aus Überzeugung, nicht weil er irgendwie Geld braucht oder so. Von daher glaube ich auch, dass er wirklich für Werder das Beste will, aber auch das Beste kann. Manchmal denke ich, ja, ist ganz gut, und dann denke ich mir wieder, nee, bitte ganz schnell weg. So, und ich bin da ganz, ganz krass zwiegespalten. Ey, ich kann nicht total verstehen, das ist bei ganz, ganz vielen so, dass das einfach, also nach dem Abstieg waren erstmal, glaube ich, boah, da waren auch so Umfragen, auch bei mir auf dem Kanal haben auch, ich glaube, 3000 Leute haben an so einer Umfrage teilgenommen gehabt, so eine Zwischenumfrage war das nur, aber da hast du halt gemerkt, was für Energie da ist, wenn du, die Umfrage war gestartet, die lief eine Stunde, 3000 Leute direkt auf 90% Baumann weg, ne, also es war zack, zack, zack.
Und dann habe ich das auch zugemacht, weil ich dachte so, uiuiui, ne, das wird ja immer schwierig. Boah, das war jetzt nicht unbedingt so, ne? Da war ich auch sehr gefrustet. Ich hatte auch in einem Video hatte ich mal so ein mein Real Talk zu Frank Baumann oder nee, meine Ansage zu Frank Baumann war das. Das war, da war ich wirklich einfach vom Kopf auch geplättet von diesem, wie das alles verlaufen ist, ne? Wie man sich dann noch dahinstellt, so viele widersprüchliche Aussagen. Natürlich, Menschen machen Fehler, jeder. Und ey, gerade als Werder-Fan, da willst du 100 zweite Chancen geben. Gar keine Frage, ne? So, und wenn jemand das dann auch zeigt, dass er es besser macht, ist doch geil. Da bin ich der Erste, der jubelt und sagt, ey, guck mal, aber der zeigt doch, ne? Aber bei Frank Baumann war das irgendwie so viel zu lange an Kofeld festgehalten im letzten Jahr. Das muss er sich ankreiden, das weiß er selber. Dann das Jahr, wo Kruse gegangen ist, die Transferspolitik, die war einfach nicht gut, das ist auch klar. Die versprochenen Ersatzpositionen wurden nie eingehalten. Den Sechser, also in Anführungszeichen, den Sechser, den wir holen wollten, haben wir 3 Jahre lang gesagt, wir wollen einen Sechser holen. Und dann hieß es, wir lösen das intern. So, und das war, ist so eine klassische Werder-Aussage auch geworden, ne? Wir lösen es intern. So. Und ja, deswegen ist es sehr viel Blödes passiert. Ganz, ganz klar. Das hat man auch voll im Kopf. Er hat auch gute Transfers gehabt. Er hat auch zum Beispiel Augustinsson und Delaney, mit dem er auch großen Gewinn gemacht hat. Es waren ja auch gute Sachen dabei, ne? Oder den Deal mit Gnabry. Das war klar. Thomas Eichin hat auch Grundlagen ge gelegt, das muss man auch sagen, ne? Der war ja übrigens mal endlich mal einer in Anführungszeichen ohne Werder-Vergangenheit, komplett random, ne? Kölner Haie, Trainer war der ja, ne? Nee, nicht Trainer, Manager bei den Kölner Haien, oder? Manager. Genau. Und dann zu uns war natürlich schon was ganz Neues, aber der konnte mit zahlen. Okay, Jetzt. ja, ich war auch kein Fan von Aichin, muss ich Ja, zugeben. Ne, das ja. war jetzt auch nicht so mein Mann. Ich auch nicht. Ich sag Ob nur, der die jetzt seinen Zahlen hat er Job gut kann oder gemacht. so, keine Ja. Ahnung. Ne, aber ja, ich finde, der hat auch nicht so gut reingepasst. So, Ja. ne, aber ansonsten schlimm ist es mal jemand anderes, der nicht irgendwie eine Werder-Vergangenheit hat, was auch mal ganz schön ist. Aber Ja. ja, hat er in dem, hat er, wurde er gekündigt oder ist er gegangen? Ich weiß es Ja, gar nicht guck mal, mehr. die Situation war so, Eichen kam und hatte eigentlich gar keine finanzielle Grundlage. Ne? Also wie, vorweg, ich bin auch kein großer Eichen-Fan gewesen. Aber seine Arbeit, die akzeptiere ich auch als gut, weil der finanziell wirklich was Gutes geleistet hat. Der kam mit einem finanziellen Ruin und hat, das waren überall rote Zahlen, die du erstmal umschreiben musstest, ne? Hat dann sehr, sehr kreative Lösungen finden müssen, obwohl er eben nicht aus dem Bereich kommt. Hat es geschafft, uns finanziell gut dastehen zu lassen. Das erste Mal, wo wieder die Zahlen gerade waren, wurde er gekündigt, weil Frank Baumann dann übernehmen sollte, ne? Und das war so das, wo viele damals gesagt haben, oh, jetzt den Eichin mal zu sehen, also dann, wo die Zahlen besser sind, das hätte man gerne mal gesehen, ne? So, aber es war auch vollkommen okay. Jeder, also früher haben sich auch ganz viele gefreut über Baumann erstmal, ne? Weil man hat ja auch da dann, zum Beispiel 2009 im Kopf, 2004, ne? Also Baumann war ja eine lange Größe auch, ne? Ja. Ja, ist ein Held eigentlich, ein Werder-Held quasi, ne? Ja. Zumindest Double-Held, sondern denn jetzt das hat seine Werder-Geschichte auch so ein bisschen angekratzt, würde ich sagen. So, ne? Das ist Absolut. schon. Steht nicht mehr so ganz geil da vor den Fans. Nee, tut er tatsächlich nicht. Liegt aber auch wirklich an in dieser Managerzeit jetzt, ne? Vorher natürlich nicht. Vorher war also Ja, voll. der Capitano, ne? Ja, Ja. aber wen siehst du denn? Du hast ja gerade eben gesagt, Eichel fand es auch nicht gut. Ich denke mal, Alois-Fan warst du dann. Oder Alois sagst du dann, Alois war ein Ja, guter? Alaus fand ich super. Alaus fand ich super, muss ich zugeben, ja. Mhm. Tatsächlich. Ich bin Das gespannt, war. weil du gerade eben eine wichtige Sache dazu gesagt hast. Wer soll denn kommen? Das ist genau das Richtige. Wenn man überlegt, Profil Alois, Eichin, Baumann, wer soll da jetzt kommen, der das aber also in Anführungszeichen sogar besser macht? Ne? Also bringt er jetzt auch nichts, wenn wir da die nächste Trantüte haben. So, dann ist er da Voll. und dann wieder der nächste. Und Managerverträge sind jetzt auch nicht so leicht zu kündigen. Also die zahlt sich ja dann immer weiter. Boah, das ist ein ganz schwieriger Posten und ein wichtiger Posten. Entscheidet ja auch über Trainer und alles, Mega ne? wichtiger Posten, ja, voll. Deswegen, also solange wir keine Alternative haben, muss halt Baumann weitermachen. So, ne? Ich wüsste halt jetzt wirklich nicht, wen man holen sollte, wenn jetzt Baumann heute sagt, so kein Bock mehr. So, kein Ja. Plan. Ich wüsste es auch nicht. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass gerade ich sag mal, die nach Außenbekundung von seitens Werder, egal wer da gesprochen hat, hat Baumann auch extrem geschadet, eine lange Zeit lang. Jetzt bei der Mitgliederversammlung war das erste Mal so, wo dann auch so ein bisschen ja, was gebrochen worden ist für Baumann, ne, dass man auch sich viel ausgesprochen hatte. Aber da wurde einfach extrem viel, wo du dachtest,
du kannst ihn ja auch nicht aufbauen, so, ne? Also, es kann ja nicht funktionieren. Da haben da viele sich noch beschwert, dass er vom Zettel abgelesen hat. Ich hatte gesagt, da fand ich sogar gut, weil er ist immer jemand, der sich auch vertrappelt und dann wird er immer so hingestellt, als ja, der hatte keine Ahnung, ne? So, und das ist ja noch viel beschissener. Dann soll er lieber vom Zettel ablesen oder gar nichts sagen, aber seine Arbeit gut machen, ist doch klasse, weißt du? Ja. So, aber ich sag auch, Ja. wie gesagt, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Leute, die sagen, ey, da muss jemand Neues her. Da kommt dann noch die Frage, wer? Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, Ja. gib Baumann nochmal eine Chance. Dann heißt aber auch, er muss halt jetzt abliefern. Es gibt keine Zeit, muss halt funktionieren, ne? Ja. Voll. Okay, wie siehst du das? Hast gerade eben schon mal so ein bisschen gesagt, aber Aufstieg ist das Ziel. Du hast gesagt, du glaubst dran. Muss das Ziel sein. Ich glaube daran. Ich bin ja sowieso jemand, ich gehe mal positiv, versuche immer alles positiv reinzugehen. Deswegen glaube ich auch daran noch so, ne? Und jetzt, wie sie sich gerade die letzten Spiele präsentiert haben mit Ole Werner zusammen, ist einfach ein Zeichen dafür, wenn es nicht wieder einbricht, dass es wirklich funktionieren kann. So, ne? Auch die zweite Liga ist einfach schwer, so jeder kann gewinnen, so wird ja auch mal wieder gesagt, oder? Aber ich glaube schon, dass Werder da eigentlich gerade ganz gut dasteht. Besser als der HSV zum Beispiel auch, die jetzt schon ein paar Jahre in der Liga halt rumdümpeln, so, ne? Die machen es dieses Jahr auch wieder, ist ja auch wieder mit dabei, wie immer, ne? Ja. Aber das könnte uns natürlich auch noch passieren, ne? Dass es wieder gut läuft und dass wir die wichtigen Spiele dann verkacken, die alles entscheiden. Ich hoffe nicht. Ich Nee. hoffe nicht, dass wir zum HSV werden. Nee, 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 nee. Das habe ich auch nicht. Das wäre ganz blöd. Ich hoffe auch, dass das Rückspiel gegen den HSV auch wirklich ein Derby ist. Für mich war das Hinspiel kein wirkliches Derby. Das hat Werder auch nie Ja. angenommen gehabt. Aber Ja. jetzt unter Ole Werner, glaube ich, der wird die gut heiß machen darauf. Da habe ich auch Bock drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe Voll. auch auf einen Aufstieg. Dann heißt natürlich auch nach Bremen wieder hochfahren. Muss ja. Also, das wäre ja, alles andere wäre ja verrückt. Ne? Ja, das ist ganz klar. Eine Sache noch, wo du gerade gesagt hast, zweite Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen. Hättest du das so auch wirklich gedacht vorher? Den Spruch gibt es ja schon lange. Zweite Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen. Habe ich auch Ne? gehört, ne? Aber das so am eigenen Leib zu spüren, schon anders. Es ist ja auch ganz ehrlich, als Werder-Fan und jemand, der in der ersten Liga immer war, also ich habe ja nie die zweite Liga mitbekommen, natürlich Ja, so, ich auch ne? nicht. Deswegen, da hat man sich auch nicht wirklich mit der zweiten Liga auseinandergesetzt. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Deswegen war das auch eine ganz neue Erfahrung, selbst nochmal so als Fan der zweiten Liga zu sein. Deswegen, ich habe damit nicht gerechnet, dass es wirklich so wird. Ne? Wie gesagt, ich bin da ein bisschen blauäugig reingegangen, habe gedacht, ja, wer da schon, es wird super, ja. Und dann doch nicht so einfach, ne? Ist wirklich nicht so Naja. einfach, aber schlussendlich können wir festhalten, jeder kann gegen jeden gewinnen, kann man auch positiv sehen. Und ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Gegen Pauli hatten wir auch ein ganz gutes Spiel, haben nicht verloren. Gegen jemanden, der wirklich alles eigentlich aus der Liga weghaut, Ja. kann man ja auch positiven Sachen mitziehen. Und Ole Werner, gibt es ja so einen Spruch gerade, ne, wird alles besser. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Ja. Schreibt mir mal rein, eure Prognose. Wo wird Werder am Ende der Saison landen? Was glaubt ihr? Ich glaube auch an den Aufstieg. Ich werde auch daran so lange glauben, bis es einfach rechnerisch nicht mehr möglich ist. Was nicht passieren wird, weil wir werden ja aufsteigen. Versteht ihr? Super. Ist ja klar. Also schreibt es unten Logisch. rein. Und ja, meine Schlussworte gehören meinem Gast. Vielen lieben Dank erstmal, dass du dabei warst. Und ja, jetzt darfst du noch was sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Und euch da draußen, ja, habt auch noch ganz viel Spaß. Abonniert den Kanal, und bis zum nächsten Video. Also jetzt ohne mich, aber naja. Ciao, ciao. Tschüss.